Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Natürlich hat der Bundeskanzler recht, wenn er bemängelt, dass Millionen von Menschen nicht demokratisch in unserem Land partizipieren können. Die Konsequenz aber, das Staatsbürgerschaftsrecht zu liberalisieren, wie es die Ampelregierung getan hat, ist natürlich die falsche. Die Menschen, die hier keine Bleibeperspektive haben, hier zum Teil illegal leben, geduldet werden, allein die 2.000 Geduldeten hier in Dortmund, 75.000 NRW, 300.000 in ganz Deutschland, müssen natürlich erstmal außer Landes geschafft werden. Die Ausländerbehörden sollten nicht zuvorderst Willkommensbehörden werden. Nein, sie müssen vor allen Dingen Abschiebebehörden werden. Und diese Mehrfachstaatsbürgerschaften, die die Ampel hier einbringt, ist, und das hat der Staatsrechtler Peter Graf Kielmann-Seck treffend gesagt, ist der Abschied von uns selbst. Weil eine Staatsbürgerschaft begründet natürlich Loyalitäten. Und die braucht ein liberaler Verfassungsstaat, gerade auch im Verteidigungsfall und gegenüber einem Pflichtenkanon, die man auch einer staatlichen Gemeinschaft gegenüber zu erbringen kann. Sie wird letztlich die deutsche Staatsbürgerschaft zum reinen Berechtigungsschein pervertiert. Und sie negiert auch, dass es eben mehr braucht, um eine Staatsbürgerschaft zu begründen, als eine reine Anwesenheit in einem Land, eine dreijährige in Teilen sogar. Es braucht ein Bekenntnis zur gemeinsamen Identität, Sprache, zu gemeinsamen Verfassungsvorstellungen. All das berücksichtigt die Ampel nicht. Und Herr Kauch, Ihr FDP-Generalsekretär hat selbst gesagt, dass es noch nicht so weit wäre für eine Liberalisierung des Staatsbürgerschaftsrechts, weil Sie als FDP vor allen Dingen völlig versagen bei der Rückführung von Illegalen. Sie stellen ja auch auf Bundesebene den Rückführungsbeauftragten, Herrn Stamp, der ja letztlich nichts vorzuweisen hat. Und deshalb werden Sie weiterhin auch scheitern mit Ihrem migrationspolitischen Weg. Und die Frage ist ja auch, wo wollen sich denn Migranten eigentlich hin integrieren? Doch nicht in die Idee eines bunten Deutschlands, was Pubertätsblocker für Kinder bereithält und in denen die Sicherheitslage immer prekärer wird für Einheimische mit Migrationshintergrund. Es braucht keine Liberalisierung des Staatsbürgerschaftsrechts, sondern eine Rückkehr zum Abstammungsrecht, eine Rückkehr zu Ermessenseinbürgerungen. Das wird sicherlich keinen gut integrierten Migranten daran hindern, nach einem langen Integrationsprozess Teil auch unserer staatsbürgerschaftlichen Gemeinschaft zu werden. Vielen Dank.